Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast 2. Gestern konnte ich leider keine Folge raushauen. Ich bin nicht dazugekommen durch Attack on Titan 2. Und da finde ich mich jetzt gleich mehr auf, damit die nächsten Tage versorgt sind. Gut, was war das letzte Mal? Genau, die geile Verfolgungsjagd, wo diese Wichser uns ständig verfolgt haben. Wir sind jetzt in diesem geil aussehenden Keller. Nein, ist überhaupt nicht geil. Oh, geh weg, ey. Oh, ich höre die Fliegen, da ist irgendwo eine Leiche. Verband. Da noch irgendwas? Satanas Inimical Day. Keine Ahnung. Steht wahrscheinlich die Nummer von McDonald's drauf. Boah. Oh, eine Tür. Okay. Alles gut. Alles gut. Blatt Papier. Wir haben keine Angst vor Blättern. Gott sei Dank. Das Glas am Boden, Alter. Boah. Wo waren wir? Da müssen wir drauf drücken. Ja, scheiß auf die Kapelle. Nimm mein Freitod. Gott weiß, was ich getan habe, und er bezwingt meinen Blick darauf, wenn ich. Oh, und er zwingt meinen Blick darauf, wenn ich schwach bin und Angst habe. Es war nicht meine Schuld, dass Judas. Judah? Was für eine Sauklaue. Dass Judah nicht schwimmen konnte oder dass er mich nehmen wollte. Ich hätte ihn gerettet, hätte ich die Kraft gehabt. Ich zweifle nicht an dir, Herr, doch bitte zwing mich nicht Tage wie Nacht von solchen Träumen heimgesucht zu werden. Ich kann ihn nicht mehr ertrinken sehen. Nimm meinen Tod als Buße, denn ich trage Papa Knots Kind und leide Schmerzen, wie ich sie nicht noch nie kannte. Kannst du mal deine Hand da wegnehmen? Halt, warte, stimmt, ich kann ja auch Text anzeigen. Nimm meinen Tod als Buße, denn ich trage Papa Knots Kind und leide Schmerzen, wie ich sie noch nie kannte. Das Kind in mir muss als Erzdämon sein bei den Albträumen und dem Leid ohne mir. Ich bin dein. So, sagen wir hier. Papier ist kostbar. Jegliche Nutzung für Zwecke, abgesehen von Kopieren Knots Evangeliums, muss von einem Diakon genehmigt werden. Zerstehlen oder das Verschwinden von Papier steht die Blutstrafe. Okay. Da haben die definitiv zu viel Zeit gehabt. So viel Scheiß, wie die geschrieben haben. Hallo? Hallo? Warum sind hier über diese Bilder? Und warum ist wieder alles dunkel? So ein Scheißdreck. Oh oh. Ich denke gerade an Akte X. Wir werden jetzt gleich von Aliens sehen. Dieses Arschloch habe ich gar nicht gesehen. Lebt er noch? Oh. Hallo? Hallo? Okay, gut, du bist tot. Oh, wir sind in der Küche. Oh ne, wir sind in der Schule. Ich glaube, jemand mochte die Lehrerin nicht. Der hat auch mal schnell gefilmt. Kann ich alles filmen? Nee, muss es nur die Lehrerin filmen. What the fuck? Am I losing it? Ich glaube, wir werden alle wahnsinnig. Liegt der Typ noch da? Ja. Ich will nicht. Don't be. Wieso? Don't be afraid. You're doing. Going to heaven. Oh, okay. Ich will nicht in den Himmel. Kommt der raus? Nein. Scheiße.
Ich kann doch bestimmt drüber hupfen. Nein, kann ich nicht. Oh, fuck you. Ich will nicht weiter. Da liegt auch... Warum zur Hölle ist hier ein Fisch? Okay. Der Typ muss nachsitzen. Ich meine, warum hat er Gedärme in seinem verdammten Schuh? Fuck, ging die Tür auf? Lehrerin, geht's dir gut? Hallo? Hallo? Ich glaube, der geht's dir gut. Wir sollten sie zum Arzt bringen. Oder zum Leichenbestatter. Fuck you. Oh. Musst du die Tür so aufmachen, Arschloch? Okay, wir müssen aus dem Fenster. Aber die werden doch immer mehr Batterien haben, verdammte Scheiße. Hallo? Hallo? Jetzt. Text. Ziel. Die Kinder sollen ihre Pflichten nicht fürchten, sondern sich an ihnen erfreuen. Denn sie sichern ihnen einen Platz im Himmel. Denk dran, im Himmel ist kein Schmerz. Papa gab dir Leben und dein Leben ist sein. Gott gab dir Leben und dein Leben ist sein. Du kannst dein Feind sein, ohne es zu wissen. Wo war ich, Scheiße? Angst ist die Waffe des Feindes. Gott kennt den Weg. Beschäftigung studieren. Der Wal rettet Jona vor dem Ertrinken. Jesu in der Wüste mit Satan. Abraham tötet Isaac im Herzen. Projekt Engel zeichnen. Wer könnte der Feind sein? Okay. Warte, was war das? The chapel's gotta be close. Ach so, ja, ich habe hier die alte gefilmt. Boah, ich dachte jetzt, ich hab dann... Lob mach. Going to heaven. God. Before they killed the children. You should have loved me. What am I doing? Hey, das war voll cool, wo ich die Kamera weg hab. Genau, und irgendwann ist das dann gekommen. Was mache ich? Batterien! Hallo? Ich will da nicht nach Hause. Da sind behinderte Idioten draußen. Ah! Was sollte denn der Scheiß jetzt? Ich dachte, ich könnte oben langlaufen. Och, da ist schon wieder die Spinnerin, Mann. Ah, jetzt können wir ausmachen. Wo ist das, eine Batterie? Ah, verdammte Scheiße, das wird ein fucking Zettel, Alter. Niemand will wissen, was sie aufschreibt. Ich dachte, ich habe was gehört. Was war? Das war. Frau Carson hat gesagt, ich darf nicht sagen, was... Ich darf nicht sagen, was sie machen werden, aber sie hat nicht gesagt, dass ich nicht schreiben darf. Bitte lasst sie mich nicht töten. Ich liebe dich und Papi. Juliana. Okay. Die Idioten haben ihre Kinder halt umgebracht, ne? Was für Spackos, ey. Yeah. Da oben ist eine Handfläche. Der sagt dir so viel wie, kletter da hoch. Hä? Oh. Da ist auch nichts. Aufgespießte Puppenköpfe, was zur Hölle? Oh mein Gott, hier steht ein Wagen. Was soll ich mit diesem Wagen anfangen? Oh Gott, er schiebt ihn einfach dahin. Pray with me.
Oh fuck, Alter, das ist doch die alte, oder? Will ich da wirklich hin? Eigentlich nicht. Okay, meine Uhr habe ich gestellt. Ich will da nicht hin. Oh, du willst mich verarschen, oder? Die alte verfolgt mich. Ich will an der nicht vorbei, die macht mir Angst. Wenn hier schon so nichts ist, kann da wenigstens Batterien sein. Natürlich nicht, Arschloch. Einfach weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Okay, hier gibt's auch nichts zu sehen. Fuck. Okay, ich kann nicht rein. Warum hat die Alte gesagt, bete mit mir? Wegen der fucking Lampe, Alter. Da liegt einer. Lad nach, Mann. Du bleibst auch liegen, ne? Ja, okay. Ich komm da trotzdem nicht rein. Da ist auch einer. Warum zur Hölle, Heck? Bete die Alte mich an. Okay, bin irgendwo in den fucking Hinterhof. Hier ist zu viel zu lesen, Mann. O Herr, ich bereue von ganzem Herzen, den Propheten Ezekiel beleidigt zu haben. Und ich verabscheue jede Sünde. Denn ich beleidigte meinen Herrn, der gut ist und meine Liebe verdient. Verdiene und ersehne die Strafe, bis mir meine Zeit gegeben ist, zu der ich durch deine Liebe und Gnade und den Propheten Knots nicht mehr sündige. Kann die Alte wer wegschicken? Ich trau der Alten einfach nicht. Die singt mich die ganze Zeit. Die sülzt mich die ganze Zeit mit dem Gesang voll. Und warte mal, die kommt irgendwie jedes Mal näher, ne? Wahrscheinlich war jetzt irgendwo ein Batterielager und ich hab's übersehen. Ist die Alte noch hinter mir? Piss dich bloß, ey. Bin ich jetzt wieder da, wo ich am Anfang war? Super. Ich höre doch die Alte schon wieder. Jesus Christ!
Die Alte ist doch wieder hier irgendwo. War das die Schule? Ja. Ich trau mich nicht. Verdammte Scheiße. Die schaut aber relativ normal aus gegenüber von den anderen Spackos, ne? Bleib bloß weg von mir. Oh, da geht's hin, da. Warum sind hier überall Versteckmöglichkeiten? Sind die nur, weil die... Na toll, Puppenköpfe, geil. Oh, Alter, da kann ich durch. Bringt mir natürlich überhaupt nichts, geil. Ist die Alte mir gefolgt? Nicht, ne? Oh, da ist eine Kette davor, scheiße. Hm. Fuck. Was ist, braucht jetzt dann irgendeinen Schlüssel? Weißt du, wenn du das Messer wenigstens weglegen würdest, dann hätte ich ja kein Problem mit dir, ne? Dann könntest du so viel rumlaufen, wie du willst. Ich glaube, ich muss ein Haus finden, wo... Warte mal, hier ist Licht drin, ne? Oh, das ist die dämliche Scheune. Ah, fuck you. Fuck you, Scheune. Das auch zu. Da geht auch nichts. Das ist auch zugebaut. Warte mal, kann ich dann hier trotzdem vielleicht rein? Nee. Hm. So ein Scheißdreck. Warte, kann ich dann schieben? Ja. Ist gemein, da waren keine Handabdrücke. Do you want him? Ah! Fuck you. War der Durchgang? Boah. Warum zur Hölle? Willst du mich verarschen? Du scheiß Alte, verpiss dich! Mach dir da hin. Die verarschen mich doch.
ist die hin? Du dämliche Mistsau. Da hinten läuft sie rum. Ich müsste, glaube ich, hinterlocken und dann. Katze, geh weg. Komm, greif mich an, Bitch! Scheiße, ich weiß nicht, ob die jetzt hinter mir ist, oder? Die ist da nicht. Ich schieb's einfach um Sterbwürde voll. Schieb, Mann! Schieb! Dämlicher Bastard, mach! Boah. Was für eine Schlampe. Was geht hier so ab? Okay, ich kann hier rein. Will ich hier rein? Vielleicht will ich das, vielleicht auch nicht. Werde ich abgestochen? Ich werde nicht abgestochen, okay. Fuck you. Okay, da hinten geht's durch. Hallo, nimm. Okay. Will ich da überhaupt rein? Mann, muss das ein Riesenvogel sein, der wohl hier ein Nest baut. Warum ist da hinten ein riesiger Puppenkopf? Die Alte verfolgt mich ja nicht. 17. Juni. Erzähl mir mehr. Gib mir mehr. Du hast 1000 Namen und ich kenne nicht einen von ihnen. Ich weiß, es ist nicht Gott. Ich weiß, es ist weder Jahwe noch Ezekiel, noch einer der Hunde, die an dieser aufgeblähten Leiche, die in ihrer eigenen Scheiße und verrottetem Fleisch liegen, angekettet sind. Gib mir Vergnügen. Fick mich und schneide meine Haut. Verbrenne mich und berühre mich. Ich bin ein Häutchen, das durchgedrungen werden will. Sei erregt durch meine Furcht, lass meine Angst dich lüstern machen. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Sag mir, was du willst, sag mir deinen Namen und ich bin dein. Nein, erst wird die Ware begutachtet, dann können wir drüber sprechen mit Ficky Ficky und so. Okay. Hey, ist das meine Alte? Ah, verdammt. Liegt hier ein Messer irgendwo? Oh, das ist die halt wirklich. Und mit diesem schrecklichen Bild verabschiede ich mich für diese Folge und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus!